East London, Metropole in der Provinz Ostkap in Südafrika. Das Land Niedersachsen ist schon seit längerer Zeit permanent in East London vertreten und auch die Stadt Oldenburg arbeitet schon seit einigen Jahren auf eine Städtepartnerschaft hin. Wir arbeiten ja seit gut 2,5 Jahren mit East London zusammen, vor allem mit der Verwaltung auf der einen Seite, aber auch mit verschiedenen Einrichtungen. Und da entwickelt sich jetzt eine sehr gute strategische Beziehung zwischen beiden Städten. Ziele sind die Erstellung von Businesskontakten und die Förderung entsprechender Investitionen. Im Fokus steht jedoch immer der Wissenstransfer. Wir leben im Global Village. Das heißt, alle Städte müssen miteinander vernetzt sein, sich gegenseitig helfen. Wir profitieren auch wechselseitig voneinander. Dass wir unser Expertenwissen weitergeben, das muss man heute machen. Das IDZ East London ist einer der Top-Standorte für erfolgreiche Unternehmen aus den Bereichen Lebensmittel, Logistik, Automotive und Energie. Mit einer vorbildlichen Infrastruktur und Verkehrsanbindung sowie verschiedensten Services für die ansässigen Unternehmen ist das 2003 gegründete IDZ heute ein absolutes Vorzeigeprojekt. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Oldenburger Delegation durch den Besuch der südafrikanischen Außenministerin zuteil. Sie stellte vor allem die Stärken der südafrikanischen Wirtschaft heraus und warb für Investitionen sowie für eine zukünftige starke Partnerschaft zwischen East London und Oldenburg. Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Agenda: das Thema Bildung. Südafrika kann sich nur dann gut entwickeln, wenn das Thema Bildung hier intensiver gemacht wird, als das bisher der Fall ist. Entsprechend wurden eine Schule sowie der örtliche Science and Technology Park besucht. Wir haben in Oldenburg natürlich eine hohe Kompetenz bei dem ganzen Thema erneuerbare Energie. Und dieses Wissen mit BFE auch weiterzugeben, das wäre ein anderer Aspekt. Das Thema Bildung beginnt aber nicht erst bei der Ausbildung. Viele Kinder in Südafrika sind arm, werden früh Opfer von Gewalt oder wachsen einfach auf der Straße auf. Es lohnt sich, sich hier zu engagieren, in jedem Fall. Das Land Südafrika ist ein Spiegel der Welt in einem Land. Dritte Welt, erste Welt, mit allen schönen Seiten, aber auch allen Problemen. Und heute sind wir ja bei einem Projekt, das hilft, auch Probleme zu lösen. Entsprechend wurden diverse Sach- und Geldspenden an ein Kinderheim übergeben, welches sich ständig für die Rechte der Kleinsten engagiert. Ein weiteres Projekt ist außerdem die Restauration des German Settler Monuments. There's a German Settler Monument that actually we would like to develop further, because relations were very amicable in the old days and this has not changed up till today. In der örtlichen Anne Bryan Art Gallery machte sich die Delegation ein Bild von den Kunstwerken, die zukünftig ein Teil des Settler Monuments sein werden. Bei einem Empfang im örtlichen Rathaus konnte sich die Delegation abschließend ein Bild von der südafrikanischen Gastfreundschaft machen. Gemeinsam wurde sowohl auf die bisherige wie auch auf die zukünftige Zusammenarbeit angestoßen. Denn Potenzial für eine weitere erfolgreiche Partnerschaft, da sind sich alle Seiten einig, ist in hohem Maße vorhanden. The opportunity is endless opportunity in this country and we still got a lot more to show. So we're hoping with Germany we take it further.